Kennen Sie Fribo? Nee, Sie kennen nicht? Dann sind Sie also fremd hier in der Gegend. Fribo kennt hier nämlich jeder. Er ist stadtbekannt. Nee, nicht nur der Friseursalon trägt diesen Namen. Auch sein Besitzer, der Friseurmeister. Wie heißt er eigentlich? Überall wird er nur Fribo genannt. Der Name, den er seinem Salon gegeben hat, der ist auf ihn übergegangen. Was Fribo heißt, was es bedeutet, na, können Sie sich das nicht denken? Sie kommen noch drauf. Ich bin das Faktor von der schönen Welt, ja, ich. La, 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 die schönste Bestimmung der Welt, ihre Welt. La, 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 la. Ich bin der Cicero aller Barriere, aller Barriere. Und gratuliere mir zu dem Glück, mir zu dem Glück. Figaro! Pinta! Hey, Figaro! Pinta! Figaro da, Figaro dort, Figaro vorne, Figaro hin, Figaro oben, Figaro unten. Figaro hin, Figaro drin, heiliger Fee, bin wieder blitz und blitz, bin es vertont. Der schöne Welt, der schöne Welt, der schöne Welt, der schöne Welt, der schöne Welt. Abravo Figaro, bravo, ma wissimo, abravo Figaro, bravo, ma wissimo, ich hab die schönste Kunst meiner Welt, ich hab die schönste Kunst meiner Welt. Abravo Figaro, bravo, ma wissimo, abravo Figaro, bravo, ma wissimo, ich hab die schönste Kunst meiner Welt, ich hab die schönste Kunst meiner Welt. Ich bin das Verkotum der schönen Welt, ich bin das Verkotum der schönen Welt. Also nee, Meister, wenn Sie loslegen, ich könnte mir scheckig lachen. Wattieren Sie nicht zum Zirkus als Pausenklon? Nein, da sei Gott vor. Oder was Theater? Nein, 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 nein. Meine Herren, mein Salon ist meine Welt. Hier bin ich und hier bleibe ich. Und keine Macht vertreibe mich. Verzeihung. Das ist meine Profession, mein Metier. Mein Geschäft. Und dazu gehört, dass ich meine Kunden unterhalte. Aber zum Theater niemals. So. Ich bin kein Komödiant. Ja, das weiß ich ja nun nicht. Ja, Haare formen ist auch eine Kunst. So. So. Bitte sehr. Darf ich bitten, Herr Kapellmeister? Correpetitor. Oh, Verzeihung. Gitti, bitte wieder Musik. Augenblick mal bitte. Und eine Empfehlung an die Gattin. Ich habe ihr die Tönung besorgt. Sie weiß schon, kastanienbraun. Nee, nee, meine Frieda soll in ehrengrau werden. Lieber, ich bitte Sie, der Herbst hat doch auch noch so seinen Frühling. Sie sind mir einer. Kasse, bitte. Gestatten. Im Lenz kannst du's überlegen, doch es herrscht da. Naja, sollten Sie auch mal wieder spielen. Jeder hat seins. Sagen Sie doch bitte nichts. Ja, was ich noch fragen wollte. Wie immer. Ach, nein, ich meine. Wie ist er denn so? Wer? Der neue... Der Schlagerstar. Ach, Sie meinen René. Was? Die duzen sich schon? Jugendfreunde. Nicht die Möglichkeit, Freunde.
Wieso soll denn das bitteschön nicht möglich sein? Ach, ich verstehe. Freunde. Deswegen ist er ja wohl auch an unser Theater gekommen. Ihretwegen. Ja. Warum denn nicht? Nicht? Mir hätte ja sein können. Wo sie doch beide bei Frau Fitz zur Untermiete. Man fragt sich doch, warum kommt so ein Mann hierher zu uns in die Provinz? Provinz, das gab's mal. René ist Anfänger, der will sich sozusagen freispielen. Anfänger? Ich bitte Sie, so ein prominenter junger Mann. Prominent? Wegen dieser dämlichen Schnulze? Ein einziges Lied und schon in aller Munde. Edelkitsch. Du sagst es doch mal selbst, Herr Kapellmeister. Ja. Als Fachmann. Ja, das Lied ist ein Schmarrn. Aber wie der das singt. Den Schmarrn, Herr Bollmann. Den Schmarrn habe ich komponiert. Nein, nein. Das Lied ist von... Ich hab's mir aufgeschrieben. Von Müller. Ja, richtig. Müller. Sie heißen Schulze. Müller ist mein Pseudonym. Wirklich? Da kann man ja nur gratulieren. Danke. Die Hauptsache ist, das Ding kommt an. Alten Tanten. Wenn man vom Deibel spricht. Und dieses Mädchen? Ja, das ist die Tochter von der aus der Steinstraße, die immer im Ausland ist, wissen Sie? Ja, ja. Die ist, hast du gesehen? Der Schnulzenkönig interessiert mich. Das war Andrea. Ja? Ja, deine Freundin Andrea. Das kann doch nicht wahr sein. Hören. Das ist mein Gerät. Das ist meine Kassette. Das Ding bleibt an. Nö. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Brigitte? Was denn jetzt? So, jetzt ist es kaputt. Siehste? Siehste. Das teure Gerät. Kleines Luder, du. Sehr geehrter Kapellmeister, das ist meine Tochter. Die ist genau wie... Ach, sie sind ja gar nicht mehr da. Das ist ja schrecklich. Was? Immer so angestaunt. Bitte schön. Ich war noch auf der Schauspielschule. Aber der Regisseur wollte mich haben und keine Ahnung. Hatte noch nie gesungen. Und ausgerechnet dieser Song wird zum Hit. Wie ist es denn so beim Fernsehen? Ich spiele lieber Theater. Auch im Leben? Spielen ist etwas Wunderbares. Es macht locker, es reißt auf. Einer.
das ist... Ja, ja, wir kennen uns. Macho, du! Was hat er denn? War was verschwunden? Ach, wo? Hm? Na, er hat sich ja nie mal so... Entschuldigung, mich. Hey, wer zahlt dir das denn nun? Also, gibt's denn sowas? Hast du sowas schon mal erlebt? Das darf doch nicht wahr sein. Also, hey, Tine, so, das kann doch wohl nicht kommt sein. Kommt der Eumel hier rein, knallt mir die Scheiße vor die Tür, also, ja? Und dann haut er mich bei Arbeit unterm Bett, oder was? Sieht er jetzt hier aus, ob wir eine Metropagastelle sind, ja? Hoch, also, kann doch wohl nicht wahr sein. Also, eine Schweinerei, das guckt immer hier aus dem Teller, Mann. Das ist so ein Bekleckert. Das ist hier auch schon bekleckert. Warte mal, das ist ja ein richer Flecken. Ja, kann er aber bezahlen, den kann er bezahlen. Das sag ich dir. Ja, den finden wir schon noch. Sag mal, bitte tickt's wohl nicht richtig, hä? Entschuldigung, Menschen, benimm dich doch mal wie ein normaler Mensch. Dein Lied habe ich für Sie komponiert. Ach, und? Weißt du das? Ach, woher? Gibt's denn sowas noch? Eins sage ich dir, wenn du mit Andrea was anfängst, komm, dann... Komm, komm, sei friedlich, ja? Zweimal eine ohne Brot. Ja. Mensch, nimm doch mal das Ding hier ab. Ja. Aha. Bitte schön, Herr Krohn. Ja, danke schön. Ja. Ja. Na, nun komm, hm? Woher kennst du sie überhaupt? Du, die Kulturfuzis haben mich angesprochen wegen der Havelfestspiele. Naja, da saß sie im Vorzimmer. Ich kenne sie seit 2 Jahren und du? Mensch, das wird eine Riesenschaffe auf der Wasserbühne. Das Theater, die Laienkunst, alles macht mit. Manni schreibt die Texte und du, Heiner, du machst die Musik. Na, was sagst denn du dazu? Ist das ein Ding? Das ist ein Ding, ne? Dass Sie auch schon kommen, Herr Kuhn. Ich muss nämlich zur Schicht. Ach, ich werde es nicht daran hindern, Frau Fitz. Ja, nur lass mal die Schatze. Nun kommen Sie doch bitte. Na, wo brennt's denn? Ja. Wo es brennt? Ach. Ja. Ich habe mich durchgerungen. Sie bekommen die gute Stube. Na, Sie sind die Größte. Ich habe schon alles umgeräumt. Naja, die kleine Kammer, das war doch nichts für Sie. Und seit mein Karl tot ist... Oh je. Aber einer kann sie doch nur kriegen. Naja, ich gehe jetzt. Das soll? Ich hab dich satt. Satt bis oben hin. Kaum bist du 14 Tage hier. Hoppla, jetzt komm ich. Schon hast du überall deine Finger drin. Bekommst die besten Rollen, das beste Zimmer. Alles gelingt dir ganz leicht, ohne Mühe, mit links. Neidisch. Kein Stück. Wem alles zufliegt, wer sich nichts erkämpfen muss, kriegt keinen Tiefgang. Der bleibt oberflächlich. So wie du. Du bist doch bloß sauer wegen Andrea. Bloß sauer, sagst du? Ich hab das Mädchen angesprochen. Und sie hat sich einladen lassen. Du kennst sie über 2 Jahre und hast das nicht zu Wege gebracht. Also, liegt das an mir? Ja, es liegt an dir, weil du diese Masche drauf hast. Naturbegabung.
Entweder man hat's oder man hat's nicht. Hm? Na gut. Es gibt eine Sorte Mädchen, bei denen zieht das. Aber bei Andrea nicht. Andrea ist ganz anders, ganz anders. Weißt du, auf deine billige Masche fliegt die nicht. Wenn ich will, dann liegt sie morgen Nacht in meinem schönen, neuen, breiten Bett. So? Glaubst du? Na, dann schreib dir deine Lieder in Zukunft selbst. Wie du willst, ich brauch dich nicht. Du wirst schon merken, dass du mich brauchst. Andrea? Schon zu Hause. Nicht böse sein, ich mach's wieder gut. Morgen Abend. Wir treffen uns dann am Bühneneingang. Nein, nach der Vorstellung. Doch, doch. Du kommst. Da bin ich mir ganz sicher. Tschüss, Andrea. Beides prima, Jungs. Einer wie der andere. Aber dass du vermietest, Ella, hast du das nötig? Ja, hab ich. Ich muss ein bisschen Leben in der Bude haben, sonst fällt mir die Decke auf den Kopf. Theaterluft schnuppern. Na gut, als Zaunmeister, aber immerhin. Mario! Hering oder Makrele? Hering. Jetzt muss ich entweder hinterherlaufen mit den Theaterkarten. Gib erst mal unsere her. Ja, ja, ja. Wir nehmen uns. Schön weit vorne. Und wir sitzen zusammen. Gitti, wo bleibst du denn? Wie sehe ich aus? Hübsch. Du willst weg? Mhm. Mario hat Theaterkarten. Und die Monatsabrechnung? Du kannst ja schon anfangen. Ich bin halb 10 wieder da. Du siehst doch da besser durch. Nur Mut, Papa. Ich bin völlig hilflos. Da schaff dir doch einen Computer an. Ja, Computer. Aha, ich muss los. Tschüss, Papa. Du packst das schon, Papa. Nie. Doch. Nie. Na, hat wohl nicht geklappt mit den Theaterkarten. Bei mir klappt's immer. Was, Sie wollen so ins Theater? In dieser Kluft? Sie können mir ja Ihre Fliege leihen. Also tschüss, Papa, bis gleich. Viel Vergnügen. Dir auch. Das wird ein Vergnügen.
Und nun, meine Damen und Herren, darf ich Sie bekannt machen mit der... Wozu vorstellen, Sie werden sicher schon ungeduldig auf ihn warten. Auf ihn und sein Lied. Hier ist er. René Krumm! Er wird begleitet von Heiner Schulze. Na? Brauchst du mich? Mensch, mach jetzt keinen Scheiß und hau in die Tasten. Ja oder nein? Okay. Gibst du meine Gitarre? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben sicherlich schon mitbekommen, das Geflügel ist ganz offensichtlich etwas verstimmt. Aber was lehrt uns schon ein altes Sprichwort? Null Problemo. I saw you tonight, all right. Since then I wish to hold you tight. I'm living in a dream. A dream I wonder why. Cause I can't say, I can't say, cause I can't say goodbye. Der ist leider gut, der Junge. Dankeschön. Hier kann doch nicht jeder machen, was er will. Mensch, René, klasse. Die Nummer ist gekauft, spitze.
Soll ich Andrea grüßen? Schönen Gruß an deine Frau. Hallo? Kommst du noch mit auf ein Glas Bier? Hast du wohl noch was anderes vor? Kannst du mir mitbringen? Oh, nee. Erwin, mach's gut. Da kommt er ja. Komm, wir gehen. Nee, warte. Hübsch, hübsch. Abgekämpft. Achtung, er kommt. Hey, war nicht schlecht, was du da abgezogen hast. Danke. Wir sind übrigens auch Musiker, wir sieben. Ah, sieh mal. Geheimtipp. Amateure. LMA. Aber wir haben ein paar gute Dinger drauf. Na fein. Wir sind ganz gut. Kannst ja mal vorbeikommen, freitags und Sonnabend zum Club. Mach ich. Hat mich gefreut. Oh. Uns auch. Cool. Also, das nennt man abwimmeln. Der wartet auf seine Käthe. Ich glaube, die haben wir vertrieben. Warum denn? Was machen Sie denn hier? Ja, ich wollte... Also, ich warte auf Herrn Krohn. Ah, auf Herrn Krohn. Aber Herr Krohn kann doch noch gar nicht da sein. Hm? Nee. Na, kommen Sie. Sie können bei mir auf ihn warten. Ach, nee. Na, kommen Sie. Naja. In der Küche ist es doch immer am gemütlichsten, finden Sie nicht? Kommen Sie schon. Ich weiß nicht, also... Ich verbringe fast mein ganzes Leben in der Küche. Wollen Sie Kaffee, Fräulein? Nee, danke. Sie können aber ruhig Andrea zu mir sagen. Nun kommen Sie doch erst mal zu Stuhle. Das ist er schon. Moment mal. Sie sind's, Herr Schulze. Aber wo ist denn Herr Krohn? Ja, das möchte ich auch gern wissen. Er hat nämlich Besuch. Ein Fräulein Andrea. Wissen Sie was? Ich laufe noch mal los und hol ihn her. Ein gefährlicher Junge. Und kommt gleich. Er macht sich wohl noch ein bisschen hübsch für Sie. Wissen Sie was? Sie sind ein Lichtblick, sind Sie. Ich? Wieso? Man will doch mal was erleben. Miterleben. Eine große Leidenschaft. Oder eine schmerzliche Trennung. Aber heute? Die Soubrette ist mit dem Komiker verheiratet. Die Salondame mit dem Fleischermeister Klopsch aus der Seestraße. Wo soll denn das hinführen? Da bricht doch Langeweile aus. Oh, Männchen, nun komm. Nicht nur Lüt. Nun komm, ja. Jo, na siehst du, das schmeckt, mein kleiner Jo. Haben Sie denn kein Fernsehen? Kein Ersatz. Viel zu unpersönlich. Die Künstler von unserem Theater. Das sind doch unsere Leute. Da fühlt man mit. Darf ich Sie mal was fragen? Ja, schieß los. Der Heiner. Also der Herr Schulze, kriegt der auch manchmal Besuch?
Na, holla, Mädel. Zu wem willst du nur eigentlich? Ich glaube, ich muss jetzt los. Keinen Verlass mehr auf die Männer. Nee, danke. Ich bin schon raus. Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, Wollmann. So jung müsste man doch mal sein. Ein paar Flaschen nieder. Versöhnungstrunk. In der Klause gibt's Wernesgrüne. Nicht schlecht, aber ich hab was Besseres. Bei der Fitz im Kühlschrank. Nee. Ich will nicht nach Hause, ich will in die Klause. Komm jetzt. Na gut, ich lade dich auch ein. Papa. So weit sind wir noch lange nicht. Wir machen noch ein bisschen Musik, aber ganz leise. Aber ohne Gitti. Vater, das Mädel ist über 20. Sie muss morgen früh um 6 aus den Federn. Ja, und wir gehen morgen früh um 5 angeln. Gitti, du bleibst hier. Schlafen Sie mal schön. Einen Kirsch und für mich ein Wien. Früher war das mal eine Parodie, aber wenn ich dich so ansehe... Christi fühle. Oh, hau da ab. Na siehst du. Mario, wir wollten doch noch Musik machen. Komm. Lass die heißen Multis beißen, lass die kleinen Mädchen weinen. Für die Dame einen Kirsch und für mich ein Bier. Ich bin der Platzhirsch hier, der Platzhirsch, das ist mein Revier. Für die Dame einen Kirsch und für mich ein Bier. Der Platzhirsch, das ist mein Revier. Ich bin der Hahn, ich bin der Stier vom Hof. Alle sagen, ich bin doof. Doch sie reden nur von mir. Was kann ich dafür?
Ich brauche eine Grundidee. Brauche ich. Weißt du, wie ich sie kennengelernt habe? Dienstag. Dienstag wollen Sie was von mir hören. Auf der Spitze der Pyramide. Man müsste irgendwas Lokales aufreißen. Sage oder so. Da oben hat sie mit einer populären Hauptfigur. Himmel hoch. Das ist es. Ein Komiker. Ja, das ist es. Ist ja gut. Weißt du, Himmel hoch über mir. Ein Komiker, das ist es. Sag mal, wovon redest du denn überhaupt? Na, von den Hafefestspielen. Ach. Sag mal, du hast mir gar nicht zugehört. Nur sag mal, hast du überhaupt zugehört? Nö. Naja, macht nichts. Du verstehst das sowieso nicht, weil du bist überhaupt nicht liebesfähig. Ich? Ja, du. Ich nicht liebesfähig. Ja, was du Liebe nennst, das ist eine... Doch, die Hühner lachen doch da. Ja, Fressgier ist das. Fressgier. Du musst es ja wieder wissen, musst du, oder? Ach, ein Profi bist du. Ein eiskalter Profi. Von Beruf jugendlicher Liebhaber. Das ist alles, was du auf der Platte hast. Ich spiele alles. Alles, was mir vor die Flinte kommt. Wenn es sein muss, spiele ich sogar meine eigene Oma. Du? Ach, schön reden, schön aussehen, der Rest ist Schwein. Sag mal, die haben so eine Zentrale gekackt, haben sie dir, was? Kick mal, wer da kommt. Diese Welt ist ein Genuss, wenn er klemmt, der Reißverschluss. So bescheiden und so frei, geht ein Genie an uns vorbei. Diese Welt sagt ja zu dir, du bist ja auch lieb zu mir. Ein Genie so schön wie nie, musikalisch bis ins Knie. Sechs und sieben. Also sieben. Diese Welt ist ein Genuss, wenn er klemmt, der Reißverschluss. So bescheiden und so frei, geht ein Genie an uns vorbei. Bravo. Mario, merkst du nicht? Der hat nicht am Hut mit Laien. Ach so. So ist es. Hör mal, Mädel, wenn du Probleme hast, ja, dann... Probleme? Ich bin doch nicht Andrea. Scheißdorf. Scheißdorf? Dieses Dorf, Herzchen, hat 100.000 Einwohner. Und wenn es dir nicht gefällt, pfeift ab, zurück nach Berlin. Und am besten ohne Rückfahrkarte. Ja. Wir können ganz gut ohne sie leben. Oh, warte. Ui. Genauso hat's mit Mario auch angefangen. Wie Hund und Katze, die beiden. Aber dann warst du plötzlich 3 Tage bei ihm auf der Bude. Und Nächte, verstehst du? Pass also auf. Du spinnst ja. Wie heißt es? Und mit Mario würde ich mich nicht anlegen. Der geht los wie ein Stier, du. Sorg dich mal nicht um mich. Ich stehe nicht auf, blond. Das kannst du ja ausrichten. Ich werde es ihm sagen. Wieso? Oh, Mann. Steht mir auf blond? Ausrede. Schiss vorm Stahlwerk. Sonst nichts. Feigling. Westentasch. Casanova. Der Junge braucht seinen Schlaf. Hm? Walli. Ruhe! Verdammt nochmal und zugenäht. Thank you.
Du bist es. Wer denn sonst? Ach, Mädel. Was hast du bloß an diesem Menschen? Bitte, Papa, lass gut sein. Das ist doch kein Mann für dich. Du musst es ja wissen. So ein grober Klotz. Komm, Papa, nerv mich nicht. Und dennoch nur Angler. Da hat er gar keine Zeit zum... Ich meine, wann schläft denn der eigentlich? Andrea. Ah! Auf, die Luft weht frisch und rein. Der Alkohol muss aus dem Blut. Eine Runde laufen tut deinem Spritkörper gut. Aber nicht doch. Es regnet bestimmt. Du hast es geschworen. Täglich. 3 Kilometer. Was gebe ich drauf, was ich gestern gesagt habe? Los, raus, du Charakterschwein, unter die Dusche. Komm, du Müllerknochen, komm! Einmal bin ich Frauen, einmal gewinn ich. Was ist denn das? Und da fiel er selber rin. Mann, das ist es. Das ist es. Hey, meine Hauptfigur. Meine Hauptfigur. Bollmann wollte angeln, doch da fiel die Angel hin. Fritze Bollmann wollte angeln, und da fiel er selber hin. Fritze Bollmann wollte angeln, und da fiel er selber hin. Ihr Pfiffen soll kamen? Na, wie ein Weltmeister. Ich kann ja nicht pfeifen. Na, der Heilige Geist wird's ja wohl nicht gewesen sein. Jedenfalls ist das mal wieder eine richtige Anglergeschichte. Kaum zu glauben. Ja, lacht mal schön auf meine Kosten. Und alles wegen Bollmann. Und du willst was schreiben über ihn? Mhm, für die Havelfestspiele. Du. Hast du was dagegen? Dann lern erst mal angeln. Ich soll angeln lernen. Ich. Ja, wer über uns hier schreiben will und über Bollmann, der muss angeln können. Und zwar perfekt. Bloß das dauert Jahre. Was? Ein ganzes Leben braucht man. Menschenskinder, das bisschen Ringwurmbaderei. Nur macht mal halblang. Naja, da kannst du doch nicht so sagen. In einer Woche habe ich das drauf. Na, wir werden damit einen kleinen Wettangeln. In einer Woche. Du wirst doch wohl jetzt nicht kneifen. Von mir aus? Nach Wettkampfordnung, am Silokanal. Ja, einverstanden. Oh. Na dann? Bis Sonntag, hm? Nee, wir sehen uns schon Dienstag in eurem Kulturhaus. Ihr wisst ja alle, worum es geht, um ein großes Programm für die Havelfestspiele. Oh, ist ja ganz was Neues.
Der rote Faden ist die Geschichte von Fritze Bollmann, wie sie im Lied erzählt wird. Szenisch als Ballett oder Pantomime. Jeder macht, was er kann. Ich bringe das Ganze auf einen Nenner, mache die Texte für Regie. Und die Musik schreibe. Ich habe noch nicht zugesagt. Also der Komponist steht noch nicht fest. Und der Hauptdarsteller? Der, wer soll denn eigentlich den Fritze Bollmann spielen? Ich muss erst mal sehen, was ihr drauf habt. Und was hast du drauf, großer Meister? Du wirst mich schon noch kennenlernen. Also, in meinem Elferrat gäbe es für den Bollmann gleich mehrere Kandidaten. Also, weißt du, da gibt es ja wirklich noch bessere. Ruhe! Ich kenne bloß einen, der das kann. Fribo! Siehst du? Die lachen jetzt schon. Fribo? Wer ist denn das? Das ist mein Schwiegerpapa. Im Ernst? Der könnte das. Na, Kunststück. Er ist ja ein Enkel vom ollen Bollmann. Nee, Urenkel. Mein Friseur. Fribo ist eine Abkürzung und steht für Fritze Bollmann. In mir im Betrieb seit 1864. Und ihr glaubt, der kann das, ja? Könnte schon. Er ist ein super Komiker. Aber ihr wisst doch, dass... Ja, schon klar. Er ist eine Diva. Er will gebeten sein. Da musst du schon selber hingehen. Mit deiner Autorität. Du kannst ja mal sprechen mit ihm. Ja, ja. Fribo würde sich freuen. Den Bollmann spielen war schon immer sein großer Traum. Na gut, ich gehe zu ihm. Ich? Niemals. Warum nicht? Wie kann man nur auf so eine absurde Idee kommen? Der Vorschlag kam von Ihrem Schwiegersohn. Ich habe keinen Schwiegersohn. Dankeschön, stimmt so. Vielen Dank. Aber auch Herr Schulze war der Meinung. Schieben Sie nicht andere vor. Sie kennen mich alle. So, danke. Besten Dank, beehren Sie uns bald wieder. Seit Jahren führe ich einen erfolglosen Kampf dagegen, dass mein Vorfahr diese Festumzüge anführt. Und warum? Einen Narren macht man aus ihm. Einen Klon, der mit der Angelrute rumspringt wie Hans Wurst mit dem Schellenstock. Naja, er ist eben als Angler populär geworden. Ach, geangelt soll er haben. Wann denn? 12 Stunden hat er täglich im Laden stehen müssen, um zu existieren. Auch am Wochenende. Zur Flasche hat er gegriffen, in seiner Not. Ein Opfer der sozialen Misere. Mag ja sein, aber im Lied ist er doch... Wie können die Herren im Rathaus unterstützen und dulden, dass man sich über einen solchen Mann lustig macht? Aber es ist doch eine Art Volkslied. Und Sie meinen das jetzt nicht ernst, ne? Bitter ernst. Eine Schande ist das. Eine Schande! Nicht aufregen, das bringt auch nichts. Doch, ich will mich aufregen, weil es empörend ist. Eine Provokation! Und dass Sie sich für so etwas hergeben, ein Mann wie Sie. Also nun, hören Sie mal, ja? Schämen sollten Sie sich. Jawohl, schämen! Schämen. Gigi, wo sind meine Beruhigungstabletten? Ich gehe dann wohl besser. Ja, das ist es besser, wenn Sie jetzt gehen. Gehen Sie mal. Komm. Und unterlassen Sie in Zukunft bitte solche dümmlichen Scherze. Ja, okay. Jetzt verstehe ich überhaupt erst. Dieser Mario steckt dahinter. Meinst wirklich.
möglich ist alles. Wer sind Sie? Was denn? Ich denke, du kennst mich, hast du doch eben behauptet. Bollmann? Aber Bollmann ist doch... Sie sind doch schon lange her. Ich meine, sowas gibt's doch gar nicht. Das ist doch gar nicht... Shit. Junge, du musst bedeutend ruhiger werden. Ruhiger. Der tägliche Stress. Und dann soll ich einen Bollmann spielen. Und nun auch noch die Halluzinationen. Wie soll ich da ruhig bleiben? Das kommt alles vom Pillenschlucken. Das sind Tabletten, Beruhigungstabletten, wenn ich die nicht hätte. Dann hättest du auch keine Halluzinationen. Das sind die Nerven. Diese Hektik im Salon. Eine erwachsene Tochter. Ich bin eben zu sensibel. Was soll ich da machen? Angeln. Angeln musste. Raus auf den See! Ja, und versaufen wie du. Du hast doch gesagt, ich hab gar keine Zeit nicht zum Angeln gehabt. Wie kann ich denn da versoffen sein? Im Liede bist du versoffen. Tja, im Liede. Da halt du dir mal dran. Da ist die ganze Wahrheit drin. Früher hat man ja darüber gefuchst. Oh, heute. Und was das Versoffensein betrifft, versoffen bin ich. Auf alle Fälle. Darum bin ich ja auch versoffen. Wenn du mir richtig verstehst. Und du predigst mir, ich soll gesünder leben. Ja, ich bin ja geläutert gewissermaßen. Auch wenn Petrus mir entlassen hat aus seinem Laden da oben. Ich lebe im Liede weiter, wie es so schön heißt. Und was willst du dann hier? Sich kennenlernen, das kann doch nicht verkehrt sein, meinst du nicht? Hör mir bloß mit der Verwandtschaft auf. Kann sein, dass du mir mal brauchen tust. Und dann bin ich da, das musst du wissen. Dann komm ich. Das ist sehr freundlich, aber ich kann es nicht ausstehen, wenn man sich in meine Angelegenheiten mischt. Hast du Angst, dass ich dir zu weit unter das Hemd kicken tue? Lass mal gut sein, nicht menschliches ist mir fremd. Aber das Ine sagt dir, richtig Mensch sein kannst du nur in Kahn. Meiner lag wie ein Brett zwischen der Steckstangen. Eichelige Tier, hupt nicht auf der Welle. Wie die Plasteschalen heutzutage. Und wenn du dir denn so richtig lang machen tust, da liegst du so schön ruhig wie in Sarg. Bloß nicht so düster war. Bis in den Himmel kannst du kicken, ganz oben, weil ja kein Deckel drauf ist. Und wenn es denn riechen tut, dann hockst du unter der Persennen in die Kuchenbude. Und es tropft und tropft und die Nase hoch, flupp, flupp, flupp. Was weißt du, wie das beruhigend tut? Na siehst du, so einfach ist das. Du Schuft! Du hast es gewusst! Du hast mich jetzt auf dem Messer laufen lassen! Alarms gewusst! Geleimt habt ihr mich!
Was willst du eigentlich? Du brauchst mich doch nicht. Scheiß Kerl. Kein Komponisten, kein Hauptdarsteller. Na, dann sieh mal zu. Send up.